Hallo und herzlich willkommen, mein Süßer. Lang ist es her, als wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ich habe manchmal an dich gedacht, wenn ich nachts auf dem Spielplatz sitze, auf der Rutsche allein rutsch. Manchmal denke ich an dich. Manchmal denke ich, was für gute Zeiten wir in den ganzen Reactions hatten, die ich so gemacht habe die letzten Jahre. Aber jetzt bist du endlich wieder hier, Baby. Wir gehen jetzt nämlich zusammen in eine unglaubliche Reaktion rein. Einer unserer Lieblingsformate ist wieder am Start. Und zwar jemand, der 7 Girls quasi blind datet. Ihr kennt alle das Format, ich brauch's euch nicht erklären. Wir sind drin bei dem Kanal von Softopf. Disclaimer, ich weiß noch nicht, was jetzt hier gleich passieren wird. Video heißt 7 Girls Blind Daten mit Philo. Philo, ganz kurze Rücksprache. War das der Red Bull-Skandal, Chat? War das der Red Bull-Skandal? Ja, okay. Das heißt, das Einzige, was ich von Philo weiß bis jetzt, ist, dass er irgendwelche Leute von Red Bull-Gästelisten ausgetragen hat. Aber davon lassen wir uns nicht beeinflussen. Wir gehen objektiv ran. Ich bitte euch, keine voreilige Meinung und so. Ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, der hat einen Shitstorm gehabt. Also das lassen wir jetzt einfach mal weg. Wir gehen ganz sachte und objektiv ins Video rein. Ich bin gespannt, was wir sehen werden. Disclaimer geht los in 3, 2, 1. Jetzt! Achtung, diese Folge könnte für einige Zuschauer ungeeignet sein. Philo spielt einen künstlich-ironischen Charakter. Alle Teilnehmer wurden informiert und hinter den Kulissen haben sich alle gut verstanden. Und mich. Okay. Jetzt kommt hier der Spoiler. Wir wollen nicht gespoilert werden, deswegen skippe ich den Spoiler. Okay, komischer Disclaimer. Weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht, Chat. Wir lassen uns überraschen. Wir sind drin im Video. Ich bin wirklich froh, dass ihr gerade hier seid, Chat. Es fühlt sich gerade an, als würden wir auf der Couch liegen und einfach irgendwie auch löffeln. Versteht ihr? Ich bin der kleine Löffel, ihr seid der große. Ihr umarmt mich von hinten mit euren kräftigen Armen und schnuppert ein bisschen an meinem Nacken, weil ich gut rieche. Ich habe vorhin geduscht. Und wir genießen Zweisamkeit. Ja? Wir sind drin im Video. Es geht los. Das ist Philo. Er datet heute 7 Girls gleichzeitig. Hinter diesem weißen Vorhang. Yo! Streamer? Datet heute 7. Humor? Mach die Liste! Okay. Philo! 7 Girls gleichzeitig. Hinter diesem weißen Vorhang stehen 7 Mädels. Jeder ein anderes Outfit, jeder Geil! eine andere Ja, ich habe richtig Bock auch jetzt auf die Folge, Chat. Persönlichkeit. Jede Runde fliegt eine raus. Und der Vorhang geht nach und nach weiter nach oben, denn am Ende bleibt nur eine übrig. Stell dich doch mal vor. Ich bin Felix, aka Philo, bin Livestreamer und ich habe die Nummer von Frank Rosin. Crazy. Was suchst du heute? Frank Rosin? Okay. Ich suche eigentlich einfach nur, ja, irgendwas, was mir den Kopf krault und. Ihr sagt, dass alles gut wird, Sophie. Was war denn der Red Flag? Ein Red Flag? Oh nein! Und jetzt guckt euch mal mein dummes Gesicht an, Digga! Wie kann man denn so hohl gucken? Junge, es... Nee! Warum bin ich auch blau jetzt geworden auf einmal, Digga? Wie kann es sein, dass ich... Ich bin Avatar. Scheiß Kamera. Shamina, schreibt mir morgen, dass ich eine neue, gottverdammte Kamera brauche, okay? Es reicht jetzt hier langsam mit der Qualität. Langsam ist echt gut, ehrlich. Okay, weiter mit dem Video. Und über eins geht ein Club, weiß nicht, man sieht irgendwie ein Stück Haut, dann bin ich raus. Cool. Finden wir heute. Bevor wir mit dem Video anfangen, liked und teilt das Video, abonniert den Kanal und kommentiert. Denn unter den ersten 5000 Kommentaren, die abonniert haben, verlosen wir 100 Euro. Also viel Glück. Dreckige Schuhe sehe ich direkt am Anfang. Chat, ist es bei euch ein No-Go? Eins ja, zwei nein? Also wenn du dich mit einer Frau triffst und die hat so abgewichste Kacki-Schuhe, die ist mindestens 5-mal in Kacke gestiegen mit den Schuhen und mindestens 20-mal hat die einen Kickflip gezogen im Skateboard, ist es ein Upturn? Ich sage euch ganz ehrlich, meine Schuhe sehen meistens auch so aus, aber bei Frauen ist es ein Upturn. Bin ich ehrlich. Bei Frauen ist es ein Upturn, wenn die so geisteskrank dreckige Schuhe haben. 3, 2, 1, ey! Was geht ab? Okay, was denkst du? Boah, ich sehe direkt super viele Nikes, ich sehe viele Swooshes und viele was? Bergsteigerschuhe. Das ist mein schlimmster Feind, das ist mein Endgegner. Echt? Wirklich, Nummer 7 ist gar Nummer nicht 7, na, ich weiß noch nicht. Ich sagt manchmal ein bisschen was über Personality aus. Ja, welche findest du so auf Anhieb am besten? Oh, ich glaube Nummer 2. Mhm, ja. Clean auch. Ja, und 6. Also meine Favorites sind auch ganz klar. Ja, Nummer 2 ist es, Chat, oder? Hier. Die hellblauen. Ansonsten finde ich alles andere eigentlich relativ nicht so nice. Ja, das ist ein Vibe. Was, also Nummer 7 ist gar nichts. Weiß ich noch nicht. Okay. Vom Schuh, ich würde es jetzt erstmal nicht judgen. Okay. Aber was ich auf jeden Fall judge, ist die 1. Das ist ja kranker Scheiß. Das ist ja straight up von Sam vs. Wild wiedergekommen. Woher kommst du? Festival?
Nee, aber ich reite. Pferdemädchen raus? Deswegen Stallschuhe und so. Direkt raus. Lass doch die Pferde in Ruhe. Okay. Okay, hast du eine Frage für die? Red Flag, Flag, ja. Ja. Muss sie irgendwie musst du herausfinden, wer raus muss. Ja. Okay, wer ist euer Lieblingsfernsehkoch? Kandidatin 1, wer ist dein Lieblingsfernsehkoch? Wie heißt der nochmal, der im Knast ist, Chat? Der aus München, wie heißt der nochmal? Schubeck? Schubeck, oder? Gordon Ramsay auch strong, ja. Ich glaube, Schubeck ist im Knast, ja. Gordon Ramsay ist, ja doch, Gordon Ramsay ist es, glaube ich, ja. Safe, Gordon Ramsay. Kann ich gar nicht sagen, weil ich gucke keine Kochsendungen oder so. Schrecklich. Assi, oder? Wer das macht? Kandidatin 2, was ist dein Lieblingsfernsehkoch? Tatsächlich gucke ich sowas auch nicht. Ich kann dir nur meinen Lieblingsschauspieler sagen. Das ist Ian Somerhalder. Okay. Wer ist das? Ian Somerhalder. Ja, nee, ist guter Call. Kandidatin 3. Ich würde mich dem auch anschließen. Ich gucke auch keine Kochshows, aber ich kann dir gerne mein Vorbild nennen. Meine Lieblingssängerin ist nämlich Lea. Die hören sich alle super jung an. Weiß jemand, wie alt ihr Schubeck ist? Weiß es jemand? Mhm. Lea. Okay. Oh, süß. Kandidatin 4. Ja, ich gucke an sich auch keine Kochshows, aber Tim Melzer ist mir jetzt einfach direkt eingefallen. Das ist aber auch so eine kleine... Tim Melzer mag ich nicht, bin ich ehrlich mit euch. Na, Hassliebe, sag ich mal. Ich mag den nicht. Hassliebe verstehe ich aber da in dem Kontext. Okay. Aha. Das ist aber eine ganz klare Meinung, ne? Ja, klar. Kandidatin 5. Also ich kenne jetzt nur Steffen Hensler und Nelson. Also mehr auch nicht, aber auch Nelson? Nur, weil meine Mom das oft geguckt hat und ich dann dabei saß. Mhm. Kandidatin 6. Ich finde Frank Rosin ganz lustig. Ah, ich weiß warum. Warum? Ich habe es letztens auf Insta gesehen. Mhm. Kandidatin 7. Ich würde sagen, Tim Melzer einfach, weil meine Mutter ihn feiert. Mhm. Okay. Okay, Kandidatin 6 ist auf jeden Fall schon mal Fave. Auf jeden Fall. Tim Melzer ist auch so ein Mutterfrauenheld-Chat. Ich wette mit euch, mindestens eine Mutter von den Leuten hier im Chat hat mal mit Tim Melzer privat auf Instagram Nacktbilder verschickt. Also ich sterbe für Frank Rosin. Frank, ich klau dir deine Frau Rosin. Deswegen, der ist der beste Mensch der Welt. Warum? Es ist einfach der beste Mensch, seine Sprüche, der kommt zu armen Familien mit einem richtig frechen Zeiger am Arm. So 90.000 Euro Patek und dann hilft er denen, ist doch geil. Ja, ist doch süß. Er hat eine schön polierte Glatze, ich liebe ihn. Auf Basis dieser Frage musst du jetzt eine auswählen. Die raus ist. Okay, ist natürlich auf Basis jetzt der Frage und auf gar keinen Fall wegen den Schuhen, würde ich die Nummer 1 rausvoten. Ja, aber werde ich auch. Ja, 1 raus. Okay, Kandidatin 1, du kannst jetzt... Wer hätte gesagt, oh geil, stinkende, dreckige Schuhe, da kann man richtig schön dran riechen, das ist meine Traumfrau, Chat. 1 jetzt, die kommt gleich. Hervorkommen. Das wäre dann eure, Chat. Das wäre dann eure SRAM Hero, dank der Prime, vielen Dank. Das wäre eure jetzt, Chat. Für die Fußfetischisten. Hallo. Hallo. Hallo, hi. Hi. Freut mich voll. Mich auch. Klar. Wie süß. Klar. Mhm. Reiter, Reitermädchen. Muss man jetzt noch so... Die ist aber echt süß. Die ist süß, Chat. Ja. Klar. Wie süß. Klar. Muss man... Süß, Mann. Muss man jetzt noch so pseudomäßig reden oder... Also... Yo! Du kannst doch was sagen, was denkst du? Ist eigentlich netter. Also, ja, voll der... Yo! Netter eigentlich, aber dass du schon mal keine Pferde magst. Yo! Keine Pferde mag? Hier ist in Aachen direkt das CIO. Hä? Was ist? War das Englisch? Keine Pferde mag? Hier ist in Aachen direkt das CIO. Die Fieber oder was? Chat. Was ist das? Kennst du kein CIO? Nein. Aber du bist ja voll an Pferdemädchen, ne? Du hast ja auch hier so einen Huf. Ein Chio? Chio-Dip? Eisen drauf. Nee, das gehört so dazu. Nee, das ist kranker Scheiß. Nee. Habe ich meiner Schwester abgesneakt. Okay. Was ist denn CIO? Das ist das größte Sportturnier in Pferdenmäßig. Rolex sponsert das. Nee. Alles mäßige. Nein. Aber ich züchte auch Hunde. Hättest du Hundewelpen sehen können? Du züchtest. Können. Das ist ja. Die züchtet Hunde? Pomeranians nee, mach dich nicht mal ab. Geh mal. Nee. Lass mal die Hunde in Ruhe. Du bist super, ja, setz dich gerne da auf den Sofa. Ich hoffe, du hast die gebrieft alle, das tut mir so weh. Nächste Runde. Yes. Bist du bereit? Ich bin bereit. 3, 2, 1. Was ist deine erste Reaktion? Okay, erste Reaktion. Okay, meine erste Reaktion ist wichtiger als die vom Philo, deswegen werde ich reden, bevor er redet. Erste Reaction, Auge fällt ganz klar auf Nummer 2. 2. Ich glaube, die 2 oder die 1 ist es. 2 oder 1 ist es, Chat.
Fünf Beste. Wer sagt von euch hier mit der Fischerhose? Mit der Hochwasserfischerhose, wo man ins Wasser geht mit dem Kescher und die Forelle rauszieht? Einige, okay, ich verstehe. Okay, I see. Ja, alles andere ist halt nicht meins, Chat. Man muss aber auch sagen, die sind halt sehr jung auch. Und es ist halt auch einfach wahrscheinlich cool heutzutage. Wisst ihr, wie ich meine? Also ich bin da raus. Das gibt mir Sekten-Vibes. Ich weiß nicht, warum. Das gibt mir so ein bisschen Scientology-Vibes. Keine Ahnung, frag mich nicht, warum. Das gibt mir Vibes, als würde man zum See fahren Forellen fischen. Das ist zu basic. Auch zu basic. Und die zwei finde ich interessant. Ja, in-game, weil ich bin deutlich älter als die wahrscheinlich. Aber ja, die 6 ist der Impostor. Ja, kann sein. Reaktion Nummer 7 wurde deutlich cooler. Ja. Das wurde deutlich cooler. Ja. Schießt du zu so vielen Löchern? Weiß ich nicht. Ich habe an sich nicht so mit vielen Löchern zu tun, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen bin ich auch bei dem Format hier. Aber ich weiß nicht. Also ich hatte jetzt auch darauf dediziert keine Frage. Vielleicht erste Date? Mhm. Oh, dann fehlt mir doch eine Frage. Okay, sag. Also angenommen, ich würde euch heute in meinem wirklich krassen Sport-Porsche abholen, damit wir zusammen zu einem Restaurant fahren. Und Sport-Porsche? In meinem Sport-Porsche? Ja, nie gehört. Geringverdiener-Cringe. Wenn ich euch das AUX-Kabel gebe, was würdet ihr anmachen für einen Song? Es gibt kein AUX-Kabel in deinem Sport-Porsche. Oh. Bluetooth! Oh, das ist süß. Hast du ein Sportauto? Nein. Du fährst mit der Bahn? Bobbycar. Ah, wunderbar. Finde ich gut. Nummer 1. Welchen Song würdest du anmachen? Ich glaube, ich würde ohne mein Team anmachen, weil... Oh, 187! 187, Mitschat. Da habe ich immer so einen Vibe und bin direkt gut gelaunt. Und 187? Red Flag! Raus! Ohne mein Team? Ja. Okay. Ist aber actually ein guter Song. Ja. Obviously. Stehst du auf Deutsch? Not gonna lie. Schon, ja. Ich check den Vibe auch hinter uns. Ist aber wirklich ein guter. Eins, wenn es ein guter Song ist, Chat, ist wirklich Dead Power. Da ist Energie drin. Dead Power. Moment, Team, ja. Prime, danke für das Sub. Ich würde 500 PS anmachen, weil ich finde das... Ja, hä? Als ob die alle 187 hören! Hat voll was, wenn man im Auto fährt und dann dieses Lied hört. Ja, okay. Fahr uns dann sehr wahrscheinlich tot, aber ist okay. Mit Bobbycar? Ja, mit Bobbycar. Kandidatin 3. Beide raus. Ich würde Tabu anmachen, aber das muss dann wirklich volle Pulle laufen. Den kenne ich nicht. Kenne ich auch gerade nicht. Tabu? Von? Young Yuri. Das ist so eine Art Techno-Mix. Ach so. Ja, kenne ich auch nicht. Stehst du auf Techno? Nein. Gar nicht? Auch doch, aber komplett, also so, es ist halt, wenn sie Deutschrap raus. Ey, Chat, sagt ihr, es ist ein Upturn, wenn ihr euch mit einer Frau trefft und die das erste Lied, was sie in eurem Auto anmacht, ist 187 500 PS? Bones? Schon, oder? Also es ist gemein, weil Musikgeschmäcker sind ja unterschiedlich. Und es sind ja gute Songs. Es ist nicht so, dass ich die nicht auch gehört habe. Die sind schon ein bisschen älter, ja, okay, aber es sind gute Songs. Aber es ist auch nicht schlimm, wenn Frauen es hören. Aber wenn es der erste Song ist, wenn du mit einer Frau im Auto sitzt und sagst, ey, mach mal irgendwie einen geilen Song an. Und der erste Song, den die anmacht, ist irgendwas von 187. Da wäre ich auch raus, bin ich ehrlich. Da wäre ich raus. Der dritte, okay. Wenn es der dritte ist, in Ordnung. Zweiter auch schwierig, aber erster Song raus. Ironisch ist und dann unironisch geil wird. Das ist es. Das ist so der Mix. Ich kann es schwer erklären. Aha. Weißt du? Also ich würde es jetzt nicht in meine Playlist packen und beim Laufen hören oder so. Nee, ich finde auch Techno eigentlich nur zum Feiern gut. Ja. Kandidatin 4? Ich würde Mädchen auf dem Pferd machen, weil das momentan einfach im Trend ist. Lass doch mal... Mädchen auf dem Pferd? Mal alle die Pferde in Ruhe. Also wirklich, wie, was ist denn hier mit den Pferden, Alter? Okay. Aber das ist der Sommer. Das ist noch schlimmer als 187 Grad gewesen, auch raus. Von Bibi und Tina, ne? Ja, das stimmt schon. Richtig crazy. Ja, das stimmt schon. Nee, aber vielleicht, Philo, vielleicht ist es ein Zeichen. Pferde sind dein Ding. Vielleicht. Vielleicht, ja. Vielleicht. Kandidatin 5? Mir fällt jetzt so spontan kein Song ein, aber er könnte mir ja seinen von seinen zeigen. Das ist doch hier schon wieder Baby Bouget-Chat, oder nicht? Das ist doch hier. Ist es Bouget-Chat? Junge, die ist auch überall aktuell. Digga, die sneakt sich in jedes Format rein. Grüße gehen raus. Bouget, eine gute. Einer der guten. Weil ich habe gehört, er. Jetzt habe ich seine Stimme gerade erkannt. Macht auch Musik. Sie ist informiert. Findest du gut? Ja. Ich finde es irgendwie crazy, wenn man keinen Song hat, den man anmachen würde. Ja, check ich auch. Ja, ich check, was du meinst. Es könnte eine gute und eine schlechte Antwort sein, aber es ist eine Antwort, sie kennen mich auf jeden Fall dann. Ja, der erste Teil war so ein bisschen wack und der zweite Teil war so, Wieder gerettet, ja. Wieder finessed. Ja. Okay. Finessed. Okay. Fluff, danke für Prime. Kandidaten 6. Also erstmal fahre ich, das Parken kannst du dann übernehmen und wir hören irgendwas von Monet 192. Das war scheiße heiß. Ah, du findest es gut.
So ein bisschen Domina, findest du gut? Weiß ich nicht. So ein bisschen Mom. Okay, verstehe ich auch nicht. Wie? Ja. Mhm. Alle raus, sagt ihr? Ja. Okay, warum fährt sie da? Okay, das muss, okay. Mhm. Okay. Kandidatin 6 ist auf jeden Fall ganz weit oben gerade. Ja, immer noch, ja. Ich muss wieder wen rausvoten jetzt? Ja. Okay, also wahrscheinlich 1, 2, 3 oder 4, ne? Ja, safe Pferdemädchen raus. Ja, also 1 und 2 waren jetzt die Antworten auch nicht schlecht so. Mhm. Den dritten Song kannte ich nicht und ich will halt mal, dass die Pferdescheiße aufhört jetzt. Und zwar ganz schnell. Ja, ja. Deswegen die Pferdescheiße irgendwie ganz Plus gut. Dafür, ja. Gut. Ja? Wollen wir die Pferdescheiße noch ein bisschen länger drin lassen? Musst du sagen. Mhm. Dann machen wir erstmal Nummer 3 raus. Was für ein Song hatte sie nochmal? 3 raus. Ja. Weil du die Pferde vielleicht doch noch für dich gewinnen wirst. Vielleicht, ja. Vielleicht. Vielleicht. Okay. Kandidatin 3, du kannst nach vorne kommen. Hallo. Schön, dass du da bist. Hallöchen. Okay. Sorry dann. Ja? Ja. Okay. Das war. Aha. Sagst du? Nichts. Oh. Hä? Dann du ciao. Bist super. Tschüss. Klar. Yo, der hat die einfach weggeschickt. Wie eine Angestellte. Alle sind hier so super. Top G. Du bist so hart. Nee, sie war toll. Ja, klar. Sie war total sie war toll. Es war einfach nur total hübsch. Es war einfach nur nicht mein Musikgeschmack, leider. Sigma. Okay, 5 Kandidaten noch drin. Nächste Frage. Ach so, es geht nächste weiter. Frage. Okay. Ich weiß nicht, ob... Schnupp, danke für Prime. Also die sehen hier alle relativ jung aus, ne? So einfach vom Style, von den Händen auch und so. Ich mag es halt wirklich, wenn es so... Chat, jetzt mal ehrlich, was denkt ihr, wie alt ist er? Ich kann es super schwierig einschätzen. Der könnte jetzt so 15 sein und er könnte aber auch irgendwie so 22 sein. Das ist so, dieses Alter ist... Also diese Richtung ist halt schwer zu deuten, finde ich. Okay, ihr wisst, irgendwie schreibt ihr was anderes. Ist schwierig zu sagen, Chat, wirklich. Ist ganz schwierig zu sagen. Richtig aussieht wie Leder. So richtig alte, richtig eklige. So 70 plus. Ja, Leder, Lederratten. Geil, ich glaube, so. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, deswegen würde mich interessieren, falls es nicht klappt oder doch klappt, was ist euer Verhältnis zu euren Omis? Habt ihr ein gutes Verhältnis zu euren Omis? Und wären sie offen? Wer hat ein schlechtes Verhältnis zu seiner Oma, Chat? Offen für Dreier. Potenziell. Also ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Omi, ich habe sie ganz doll lieb und wir sind auch fast jeden Tag bei ihr. Das ist gut. Das war süß. Da könnte ich dann für quasi auch jeden Tag mitkommen zu Besuch, oder? Was ist das für eine Folge? Nee, besser nicht. Okay, ja. Besser nicht. Das ist schon mal nicht gut. Das ist meine Omi. Nicht mehr lang. Kandidatin 2? Ich habe auch ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Omi. Wir machen sehr viel Scheiße zusammen. Und nennt ihr eure Oma Oma oder Omi? Und sie ist auch für jeden Scheiß zu haben. Und für jeden Scheiß sogar zu haben. Das klingt ja, gut. Ja. Mein Gott. Hast du schon mal einen Traumfrau? Ja. Aber nicht für diesen Scheiß. Will der gerade einen Dreier mit den Frauen und ihrer Oma machen oder was? Ist das jetzt hier gerade das Ding? Wir müssen das reversed machen jetzt, actually. Na gut. Okay, dann 3, I guess. Also ich liebe meine Omi, sie ist die Beste und wir haben auch ein sehr gutes Verhältnis. Ich wohne jetzt zwar sehr weit von ihr weg, aber ich würde sie dir auch gern vorstellen. Das ist, weißt du, dann habe ich wenigstens mal Kontakt mit einer. Ja, aber sehr weit weg, das heißt sehr viel Reisen, ne? Das ist nicht schlimm, hab ein Bobbycar. Kandidatin 4? Meine Oma ist tot. Jetzt ist der Dreierjog auch nicht mehr ganz so lustig auf einmal. Muss ich eine rauchen. Oh! Aber sie war nett. Sehr nett. Oh. Ja, ho. Ja. Ist okay. Alles gut. Kommst du klar. Ha, ja. Kandidatin 5. Also ich wohne mit meiner Oma zusammen an einem Haus, also getrennt in Wohnung. Und die nehmen später auch ein Paket für mich an. Also ich würde sagen, das Verhältnis ist ganz gut. Und wegen dem Dreier kannst du sie ja später dann selber fragen. Ah! Passt es doch. At this point weiß ich nicht, ob sie es mit Absicht macht, ne? Das ist schon crazy. Mhm. Okay. Schon Traumfrau. Wunderbar. Aber kann Nummer 4 noch mal was sagen? Ich finde dich super hot. Also, Sof. Also was? Nee, also dich. Ich erkenne, ich glaube, ich habe eine Ahnung, wer das sein könnte, actually. Echt? Ja. Ich auch, actually. Ich habe wirklich eine Ahnung, wer das sein könnte. Kennt ihr euch? Kennst du ihn? Flüchtig. Okay. Also sie lassen wir auf jeden Fall drin. Sie lassen wir jetzt erstmal stehen, auch wenn ihre Oma tot ist, leider. Ja, das wäre auch richtig assi. Ja. Das wäre richtig assi. Mausetot. Okay, das war ich.
war drüber. Der war drüber, Digga. Der war drüber, Chat. Ich würde jetzt tatsächlich Nummer 3 rausvoten. Hä? Haben die gerade gelacht, als er gesagt hat, Mausetot, weil ihre Oma tot ist? Mausetot. Okay, das heißt, ich würde jetzt... What the fuck? Was geht? Ist es ein Rollenspiel, Chat? What the fuck? Chat, keine Beleidigung hier, wir bleiben sachlich. Stand doch am Anfang. Ja, aber ihre Oma ist doch wirklich tot, oder nicht? Also, ich verstehe schon, dass er sich verstellt, aber ihre Oma ist doch wirklich tot, oder ist es jetzt auch gestaged gewesen? Ich check schon, dass er eine Rolle spielt, aber ihre Oma ist ja wirklich tot. What the fuck? Distanz. Jetzt tatsächlich Nummer 3 rausvoten. Schade. Dann, Kandidatin 3, du kannst hervorkommen. Hallo. Hi. Na? Hi. Schön, dass du da bist. Hi, was geht ab? Nicht viel, nur bei dir. Auch nicht viel. Ich mag die Tattoos, actually. Danke. Kann ich mal das sehen? Ich bin jetzt nämlich auch kriminell geworden. Ich habe mich letztens tätowieren lassen. Nee, was hast du gemacht? Einfach nach unten auf die Beine. Einmal so und einmal falsch rum. Und seitdem sehe ich Tattoos viel anders. Findest du das ein Vibe? Ja, voll. Haben die Bedeutungen? Ja, das habe ich mit einer Freundin zusammen im Urlaub stechen lassen. Aha, die hat das gleiche Motiv. Also Urlaubstattoos sind noch kacke, Chat. Lasst euch niemals ein Tattoo im Urlaub stechen. Ja, okay. Das habe ich für meine beste Freundin, weil wir uns immer Engel nennen. Ja. Lasst euch auch niemals für eure beste Freundin ein Tattoo stechen, Chat, ja? Niemals. So oft schon erlebt, Leute lassen sich Tattoos stechen und dann geht es in die Brüche und dann hast du einfach ein Tattoo, was dich immer wie... Stellt euch mal vor, ihr habt eine beste Freundin, okay? Und dann ihr habt dieselben Tattoos, dann betrügt euer Freund euch mit eurer Freundin und dann erinnert euch das Tattoo jeden Tag daran, dass ihr gelinkt wurdet, ge-31 wurdet von der. Versteht ihr, was ich meine? Versteht ihr, was ich meine? Tattoos generell kacke, ist Geschmackssache. Ja, das ist todespeinlich, leider. Für einen Sänger. Und wen? Giuseppe Reggio kennst du bestimmt. Nee, kenn ich nicht. Was hat er gerade gesagt? Warte, was? Und immer wird es immer Engel nennen. Ja, das ist todespeinlich, leider. Für einen Sänger. Und wen? Oh nein, nicht Kamera! Nein! Hört auf den Tisch zu hauen, Chat. Lass die Scheiße sein. Nein! Guck mal, wie ich gucke in dem Moment. Es ist doch scheiße, Chat! Guck ich jedes Mal so, Digga! Guck ich immer so, Chat? Ich bin noch nicht fotogen, sag ich ganz ehrlich. Ich war noch nie fotogen. Bin ich ehrlich mit euch? Noch nie? Philo! Philo, was geht? Zu mir sagen die immer nur perfektes Gesicht zum Reinschlagen. Ey, Philo, wenn du jetzt schon hier gerade da bist. Der mit der Oma war drüber, sag ich dir ganz ehrlich. Der mit der Oma war drüber. Hast du dich schlecht gefühlt danach? Sag ja oder nein. Sag ja oder nein. Na, Bro, kenne sie doch. Das ist alles cool und shit. Ach so, ja, okay. Also war das alles gestaged oder was? Giuseppe Reggio kennst du bestimmt. Nee, kenn ich nicht. Na, ich wünsche dir alles Gute auf deinem Weg. Ciao, ciao. Du bist super, das wird nix. Was bist du denn für einer? Ganz normal. Jo, der hat gerade nicht seine Hände desinfiziert, nachdem er mit dir geredet hat. Jo. Oh. 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 Alter, Sigma in den Chat. Jo, Sakrotan rauf auf die Hände, Digga. Junge. Der ist dirty. Der ist dirty gewesen. Dirty. Okay, jetzt wird's interessant, meine Damen, meine Herren. Wo fällt das Auge zuerst hin vom Outfit her? Bin ehrlich? Ich kann es euch gar nicht sagen. Ich finde die eigentlich alle echt nicht gut. Bin ich ehrlich. Geschmackssache immer Geschmackssache. Ich mag so dieses Ton in Ton. Ich mag es nicht, wenn man ein Oberteil hat, was die gleiche Farbe hat wie die Schuhe. Finde ich nicht geil, fand ich noch nie geil. Ich würde fast sagen Bouger, oder? 3? Wer sagt 3? Ja, ich würde jetzt, auch wenn es eine Fischerhose ist irgendwie, ich würde fast sagen 3 ist es, ja. Naja, 3 ist es, ja, Bouger. Bist du bereit? Ich bin sehr bereit. Nice, okay. 3, 2, 1. Tada! Okay. Was denkst du? Ich frage mich in erster Linie, warum Nummer 1 ein Mikrofon in der Hand hat. Oder ein Buttplug, ich weiß nicht, was es ist. Ach nee, da steht Rode drauf, okay. Damit du mich hörst. Die Kamera. Ach so, okay. Ups. Boah, ich dachte gerade, das war der unlustigste Joke der Welt, aber gut gerettet noch. Okay, direkt, ich finde
Nummer 4 jetzt, immer noch am coolsten vom Outfit? Ah, ja, ich weiß nicht. Ja, es ist schon doch. Eigentlich ist es die 4, Chat. Oder eins, wer sagt 4, Traumfrau? Eigentlich ist es schon die 4. Wenn ich jetzt noch mal so ganz das komplette Ding angucke, ist es eigentlich schon die 4. Schwierig. Mhm. Kandidatin 3? Kandidatin 3, da sind halt so komische Schmetterlinge mit drauf. Das ist so, gibt mir so TK Maxx-Vibes. Echt? Ja, voll. Ich find's so super. Ja? Ich find's cute. Okay. Also Nummer 2 sieht legit aus wie so aus der 10. Klasse irgendwie. Von der Größe und aber auch so bis also so einfach. Die Haare auch, Chat. Die Haare. Wisst ihr, warum das so ein Grundschüler-Vibe hat? Weil die Haare unten eine Kurve machen. Versteht ihr, was ich meine? Unten, die sind glatt und da machen die eine Kurve unten. Gibt mir Grundschul-Vibes irgendwie. Plain Pink? Ja. Da will ich irgendwie, wenn man hinter der in der Klasse sitzt, da will ich irgendwie mit der Schere dran gehen und zack durchschneiden oder ein Kaugummi reinwerfen. Vom Dinge. Und die, nee, guck mal, die Schuhe. Das ist legit 6. Klasse. Das ist kranker Scheiß. Nee, okay. Stehst du auf Jüngere? Nee. Ältere. Viel Ältere. Omis. Fuck. Die wirken auch sehr befreundet irgendwie. Ach so, sind das Schwestern? Die haben sich auch gerade angeguckt. Gleichzeitig. Sind das Schwestern? Seid ihr Schwestern? Eventuell. Da hast du es. Weil er gerade die ganze Zeit davon geredet hat, weil er es unbedingt wissen möchte. Welche Stellung ist euer Liebling? Habe ich nie gesagt. Ich esse ein Oreo. Wenn ich darf. Nee, du. Gönn dir. Mongo. Nee, Philo, der hat die ganze Zeit davon geredet, welche Sexstellung ist eure Liebste? Das ist jetzt fühle ich mich unwohl, weil die sind minderjährig. Philo, waren die volljährig da in dem Video? Jetzt, wenn die jetzt nicht volljährig sind, dann halte ich mich auch einfach raus. Dann sage ich einfach nichts dazu. Wisst ihr, wie ich meine? Alle volljährig? So, und jetzt bin ich gespannt, ob die Doggy mögen oder Missionar. Was denkt ihr, Chat? Was mögt ihr? Was ist eure Lieblingsstellung? Wir gehen rein. Ihr konnte einfach nicht aufhören, darüber zu reden. Ich bin noch Jungfrau. Ich bin auch noch Jungfrau. Dem schließe ich mich an. Können wir zusammen rausfinden? Bougé, spicy. Also ich finde immer, dass bei einer anderen Person gefällt mir jetzt das gut und bei einer anderen dann das. Also es kommt halt auch immer drauf auf die Technik von meinem Gegenüber an. Oh, sie hatte schon und sehr viel GV. Das ist auch crazy. Okay. Das habe ich nicht gesagt. Also doch, du weißt nur zwei. Aber die ersten beiden, wie alt seid ihr? 18. Ich bin auch 18. Alter, 18 years old, Chat. Ja, das ist doch gut. Jungfrau, können wir zusammen rausfinden? Das ist aber, also ist jetzt die Frage, ob die Wahrheit sagen. Wir gehen mal davon aus, dass sie natürlich die Wahrheit sagen. Aber mit 18 Jungfrau gibt es, würde ich behaupten, Chat, heutzutage sehr wenig. Bei Männern wahrscheinlich noch weniger als bei Frauen. Aber das ist selten, würde ich sagen, oder? Heutzutage bumst man gefühlt schon mit... In welchem Alter bumst man heutzutage, Chat? 9? 10? Sowas. Und wahrscheinlich ein Bodycount über 2, was schon sehr kritisch ist in meinen Augen. Deswegen, I don't know. Okay. Ich glaube aber tatsächlich, weil das bauchneblig Pierce mir da auch auffällt bei Nummer 3. Mhm. Du weißt, wer sie ist. Ich weiß, wer sie ist, ja. Dementsprechend weiß ich, dass sie erstmal richtig Arsch in Videospielen ist. Richtig, richtig Arsch. Ich könnte natürlich so diesen typischen E-Boy-Typ machen und sagen, ich kann dich carryen und so weiter, habe ich aber gar keinen Bock drauf. Weil du nicht könntest, ja. Du könntest. Ja! Ja! Mich carryen? Ins Gesicht! Ich könnte dich carryen, ja. Wo drin? Valorant. Chat, habe ich gegen Bougé nicht mal Call of Duty gespielt und komplett ihr Leben beendet? Kann das sein? Ich glaube schon. Ist es schon eine Zeit lang her? Ich glaube aber, da habe ich ein Trauma ausgelöst bei der Bougé, wenn ich mich recht erinnern kann. Und? Habe ich nicht mal installiert. Schlecht informiert. Auch mal für mich installieren. Das ist auch schon wieder scheiße heiß, ne? Ja, du findest es gut, wenn die Kontra geben, ne? Ja, klar. Man darf nicht gucken, wer die sind, ne? Okay. Hey, das ist der ganze Purpose. Ja. Darauf erstmal nochmal ein Oreo reinstopfen. Eine Kamera? Fußbilder? Noch bevor die Leinwand hochgeht, oder was? Oh Gott. Yo, hat der Heelys an? Der hat Heelys! Der ist da gerade rübergerollt! Guck mal hin! Oh Gott! Was? Nein! Wie awesome! Das war smooth. Das war sehr smooth, Chat. Das ist mir jetzt die Phantombild. Ich weiß ja, wer sie ist. Ich will nur gucken, ob es wirklich so ist.
Muss kurz entwickeln. Gar keine, wir haben Zeit. Das Bild ist so schlimm. Ich glaube, es ist das Schlimmste, was jemals von mir gemacht wurde, aber okay. Wir lassen es erstmal entwickeln, oder? Okay, wir warten. Das ist überfrech. Das ist so frech. Okay, einfach kurz mal geflasht. Ich muss eine von 1 oder 2 rauswerfen. Pink. Pinklich raus. Ja, das ist ausgepackt. Pink raus. Wer hätte gesagt, Pinky, meine Dream, mein Dream Girl, mein 18-year-old Dream Girl? Ich glaube, ich hätte aber. Nee, ich glaube, ich hätte die. Na doch, ich hätte auch, glaube ich, die 2 raus. Ja. Nein, auf gar keinen Fall. Nee. Kandidat Nummer 2, du kannst jetzt hervorkommen. Ja. Ja, das sieht auch so ja, jung dachte aus. Ich mir. Das ist 7. Klasse Shit. Hallo, freut mich. Hallo. Hallo, ich bin heute der Referendar. Also gehst du wirklich noch zur Schule? Nein, bin ich. Alter, die ist 18, Chat. Die ist 18. Heftig, Mann. Fuck, ich bin so alt. Also ich fühle mich alt, gerade richtig alt. Würde die sagen, das ist eine typische 18-Jährige vom Aussehen? Also ich hätte die niemals auf 18. Wenn ich jetzt so sehe, ich hätte die auf 16. Obwohl, dann sind es halt auch noch 2 Jahre, ja. 16 hätte ich gesagt, ja. Jetzt fertig. Mit 15, 16, ja. 10. Klasse. Nein. Sollte man, wie alt ist man? Ach, mit 18 ist man 12. Fertig schon. Ja. Was machst du jetzt? Ein soziales Jahr. Süß. Wo? In einer Grundschule. Oh, wie schön. Okay. Oh, das passt. Ja, so auch zum Outfit. Aus. Ja. Ja, stimmt. Na gut, dann kannst du dich da hinten hinsetzen. Ja, danke schön. Ciao. Ach, ich habe dir die Hand gegeben, ne? Mhm. Nein. Okay. Welchen Streamer oder YouTuber, von mir ist auch TikToker, findet ihr am attraktivsten? Und so, Chat, jetzt wissen wir alle, welche Antwort hier gleich kommen wird. Sagt's. Oder natürlich auch Streamerin. Streamer. In, ganz genau. Ja. Kandidatin 1. Ich würde Marco nehmen, weil ich den super lieb und sympathisch finde. Marco? Okay. TikToker wahrscheinlich? Wer ist Marco? Wer ist ein Marco? Jetzt offiziell Marco. Ah, okay. Ja. Mit den Muschi-TikToks. Marco mit den Muschi-TikToks? Ah, ja. Jetzt kommt's. Ja, ja. Der Muschi-Markus. Ja, ja. Doch. Wer kennt die nicht, Chat? Die guten alten Muschi-TikToks. Ach, Mutti. Super lieb und sympathisch finde. Wer ist Marco? Wer ist ein Marco? Jetzt offiziell Marco. Mit den Mutti-TikToks. Hey, laber kein Scheiß. Die sagt doch nicht Mutti. Quatsch mir nicht voll, Chat. Wir wissen alle, was wir hier gerade gehört haben. Mit was TikToks? Mit den Mutti-TikToks, mit Tori. Ach, ja. Mutti. Ich habe anderes verstanden. Als ob ihr den nicht kennt. Nee, kenne ich nicht. Nee, kenne ich auch nicht. Bleib Marco, ganz liebe Grüße. Kandidatin 2. Ja, natürlich Philo und da auf jeden Fall auch den Prime-Sub da lassen. Wichtig, ne? Das ist eine Arschkriecherin, Bouger, aber auch. Guck mal. Raus, direkt raus mit der. Da. Mein Gott, ihr zwei. Ich bin ein Vibe. Ja, was soll ich sagen? Kandidatin 2 hat meine Antwort geklaut. Und eine zweite Option gibt's natürlich nicht. Ich glaube, er nimmt die 3. Okay. 2 und 3 waren stark. Mhm. Oder ist es gut, wenn die... Nee, es ist halt natürlich eine... Klar, ich bin super ich bin unglaublich attraktiv. Aber angenommen, ich würde jetzt in den nächsten Wochen aus Versehen unverhofft in einem Autounfall sterben und mich gäbe es nicht mehr. Wer wäre es dann bei 2 und 3? Mich interessiert das wirklich schon. Ich finde Neek Beats ganz gut so. Vom Aussehen, der sieht nett aus, aber... Hä? Ist ein Homie, leider. Ja. Schwer, schwierig, Statements dazu zu machen, zu streamern und so. Natürlich Monte, weil der ist nicht mittellos. Der ist nicht mittellos? Stimmt, stimmt. Monte. Ja, ist quasi dein Look, ne? Das ist mein Look, ja. Ja. Hat sie gesagt, weil der ist nicht mittellos? Das ist ja wieder frech. Ja, ich kenne Marco nicht. Raus. Muss leider raus. Marco raus? Wer ist Marco? Ja, ganz ehrlich. Dann kannst du jetzt hervorkommen. Die sieht bestimmt jetzt genauso aus wie ihre Schwester, Chad. Ich hab's im Gefühl. Hallo. Ah, Zwillinge. Übel das Ding. Ich hab's gecallt. Déjà vu gerade, wollte ich sagen. Hallöchen. Gutes Parfum? Ja. Na klar. Warte, ganz kurz, wir müssen kurz Pause machen. Nee, geht wieder. Nee, du bist super. Das ist so ein bisschen crazy. Ihr seid alle so super. Ja, okay, was gibt's? Was hast du für eine Note in Mathe gehabt? Willst du nicht wissen? Doch, will ich. Hab ich deswegen frage ich ja. 5. Okay, hab ich aber. Hatte ich auch. Ja, High five. Connected. Ja. Gut, dann ab zur Nachhilfe. Ja. Tschüss. Ciao. Du bist ja. Voll süß, die beiden. Ja, voll süß. Nein. Ich kann nicht anders. Ja. Willst du auch? Nein.
Oh, Junge, Alter. Umarmung ist schon echt doll. Das ist schon fast wie ein Balkon nach oben machen. Gut. Der Disrespect. Okay, wir wissen alle, wen er nimmt. Also wenn er jetzt Puget nimmt, das würde ich nicht fühlen. Würde ich auch ein Dislike geben, sag ich ehrlich. Wenn er jetzt Puget nimmt, wäre kacke, der muss rechts nehmen. Finale. Oh, Finale. Oh. Mach schon wieder cringe. Okay. Ich habe aber auch irgendwie ein Gefühl, die passt zu ihm, Chat. Ich weiß nicht, was es schon wieder ist. Es ist meine Intuition. Ich sag, die passt zu ihm, auch optisch. Hi, coole Girls. Hast du eine Frage so zum Abschluss? Also bei Baby Boogie habe ich ja vorhin schon gesagt, ich sehe die... Baby Boogie? Die weißen Fingernägel. Und mich würde in dem Kontext natürlich super interessieren, ob da auch passend die weißen Fußnägel vorhanden sind. Das ist auch ein Thema, Chat. Da möchte ich ganz kurz mit euch drüber reden. French Nails. Ist das ein Ding bei euch? Ja oder nein? Ich meine, also man nimmt's mit, aber ich verstehe den Hype nicht darum, bin ich ehrlich mit euch. Bin ich ganz ehrlich. Es ist schön, es ist okay, es ist gut, wie es ist. Aber ich, also mir geht da jetzt keiner ab, wenn ich weiße Fußnägel sehe. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, aber es ist schön. Es ist, ja doch. Okay, wir gucken einfach weiter, ja? Kann ich dir gerne heute Abend zeigen, ja? Wenn es soweit kommt. Okay, 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 wow, wow, wow. Ich habe Naturfußnägel gemacht. Was? Natur? Was heißt das? Hä? Das ist ja dieses. Aber Naturfußnägel gemacht? Was? Ja, also von der Farbe her, dieses Rosane, das nennt man im Nagelstudio Natur. Das ist, so. Kannst du vielleicht einmal kommen, dann zeige ich dir das. Ich rolle hin. Halt mal ein paar Händchen. Das ist so wie dieses hier, so leicht rosa. Okay. Und zeig mal, zeig mal. Okay, und die? Oh ja, finde ich süß, mag ich. Mag ich gern, Chat. Hast du auch so French Fußnägel? Nee, die sind komplett weiß, deckend. Boah, okay. Mhm. Machst du jetzt wirklich deine Gewinnerin an den Nägeln aus? Ja, natürlich. Aber was denn sonst? Ist auch wichtig. An den Fußnägeln? Ja, das okay. Schon. Kandidatin 1 weiße Fußnägel, Kandidatin 2 rosa Fußnägel. Ja, aber Kandidatin 1 ist halt leider Baby Boogie. Das ist schon mal nicht so gut. Ja, raus jetzt mit der! Warum? Viel zu lang schon drin gelassen. Die ist super. Die ist wirklich schlecht in Spielen. Nee, die ist wirklich auch hot. Das sieht neben mir aber auch schlecht aus, weil ich bin halt super gut. Mann, das ist so hart. Ich wüsste noch nicht mal, was ich nehmen würde. Boah, ich guck mal auf gute Frage nicht. Das ist ja wirklich schwer. Was guckst du da? Nach Fragen, oder? Go. Nehmt ihr Drogen? Da bin ich mal gespannt, was Baby Boogie sagt. Ich rauche Zigaretten. Und trinke Alkohol an besonderen Tagen, zu besonderen Anlässen. Na, bei ihr ist wahrscheinlich jeder Tag besonders, so wie die Lalt schon wieder. Wenn ich dich... Wollte gerade sagen, ja. Die Lalt. Jeden Tag sehen würde, ja. Richtig. Kandidatin 2? Beim Alkohol schließe ich mich an und ich rauche Vape. Vape? Oh, Vape! Ist Vape sind Vape dieses Sticks oder ist Vape dieses GTI-Zeug, wenn du an der Tankstelle stehst und wenn du von 10 Kilometern schon siehst, okay, da fährt jemand ein Golf GTI? Beides? Ja, weiß nicht, Chat, weiß nicht. Vapes, weiß nicht. Vape? Ja. 11 Bar? Dann lieber, ich weiß nicht, ob Zigaretten besser sind als Vapes. Nee, da bin ich schon bei Vapes. Vapes sind eklig. Nee, HQD. Wieso? HQD? Weiß man da mehr als, ich rauch gar nichts. Und auch kein Alkohol? Ich habe dieses Jahr kein Alkohol getrunken, aber jetzt auf der Gamescom ist mir da ein kleines Fauxpas passiert. Nee, ich trinke Slush den ganzen Tag in mich rein auf der GC. Da ist aber auch Alkohol drin. Ja, ich weiß, deswegen ich weiß, ja. Aber es fällt nicht auf. In Slush ist Alkohol drin? Das ist wirklich schwerer Scheiß jetzt. Aber ich gehe nie feiern. Pluspunkt. Geht Baby Boogie feiern? Ja. Minus. Ja, feiern. Dann raus mit der. Ja, ja! Ja, weg mit dem Preis. Junge, endlich. Raus! Warte kurz. So auch ein? Nee, danke. Okay. Zahnstocher mit Geschmack. Voll geil. Schmeckt nach Zimt-Orange. Geil. Doch, ich will doch einen. Hast du noch einen? Ja, ich hab noch einen. Irgendwie ein Vibe, wenn wir es zusammen machen. Hier, das ist Eisbonbon. Danke. Ich mag Zahnstocher nicht. Ich habe damals immer als Kind, habe ich meinem Vater welche geklaut und ich habe immer irgendwie, ich hatte einen Drang dazu, den komplett in meinen Mund zu nehmen und so zu drehen, dass er feststeckt. Also dass er so zur linken Backe, zur rechten Backe geht. Und da habe ich mich das öfter verletzt, deswegen habe ich irgendwann aufgehört mit der Scheiße. Bin auch ein bisschen süchtig geworden danach, bin ich ganz ehrlich. Irgendwie habe ich dann Suchtverhalten auch entwickelt bei den Dingern dann. Bitte. Kandidatin 1, du kannst jetzt rauskommen. Hallöchen. Nein, du.
Hallo. Ja, hi. Lass mich nicht los, bitte. Halt mich für immer fest, ich kann nicht mehr. Hilf mir, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Du hast eine gute Wahl getroffen. Ja, okay. Also, ich war eh nur für den Freund. Also, sei mal kurz ruhig, bitte. Ja, okay. Jetzt, oh Gott, das Bild. Ja, bitte. Schrecklich, oder? Zeig mal. Geil. Das ist wirklich gut. Das ist wirklich geil. Zeig mal da rein. Sieht doch genauso aus wie sie. Tschüss. Geil, geil, geil. Bis gleich. Chill auf der Couch. Was machst du? Ah, nichts. Hab nur geguckt, wie spät es ist. Bist du bereit? Ich bin okay. Ich sag, Chat, das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ich hätte auch sie gewählt, wäre ich Single. Bereit. Okay, dann die Gewinnerin, du kannst jetzt hervorkommen. Hi. Hallo, was geht ab? Schön, dass du da bist. Ja? Bisschen größer als er? Hi. Hallöchen, freut mich. Felix nochmal. Ja? Ah, ich bin gar nicht größer als du. Na, nicht viel. Aber ich mag nicht so große Männer, das ist gut. Ja? Ja. Ja? Ja? Geil. Ja? Nee, ich doch nicht, doch nicht. Die passen doch nicht zusammen. Ich wollte gerade sagen, die passen zusammen. Nee. Nee. X. Die, nee, ich finde nicht, dass sie zusammenpassen, bin ich ehrlich. Gut, dann treff doch Omi. Aber die sieht ein bisschen aus wie Honeypoo. Die hat Ähnlichkeit mit Honeypoo. Du musst mich hier so rausziehen. Ja, das ja. Sophie. Tschüss. Tschüss. Ich war ja, auf den Genies, Digga. Vor die Liebe seines Lebens. Vor wie? Geil. Oh nein, nicht schon wieder Aliens. Geh weg. Okay, meine Damen und Herren, dieses Video ist jetzt zu Ende. Ich möchte da nochmal ganz kurz anmerken, auch an die Leute im Chat, viele haben nicht begriffen, dass Philo hier in dem Video eine Rolle gespielt hat. Also manche schreiben hier, oha, der ist voll unsympathisch, oha, wie kann der einfach hier Desinfektionsmittel und so auf seine Hände sprühen. Das war eine Rolle, die er gespielt hat, das möchte ich ganz kurz nochmal anmerken. Ansonsten war das wirklich ein sehr gutes Video. Wir sehen uns bei der nächsten Reaktion wieder, mein Süßer. Ich werde meine Socken jetzt in die Katzenpisse reinwälzen und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Bis bald, dein Mokli.